Ja, hallo Leute, hier wieder euer Doso mit Let's Read Skyrim und wir sind hier noch immer in der Honigbräu-Brauerei und machen da weiter mit diesem Buchschrank. Das nächste Buch heißt ein kurz gefasster Bericht über den großen Krieg zwischen dem Kaiserreich und dem Altmeri-Bund von Legat Justianus Quintius. Anmerkung des Autors. Vieles in diesem Buch habe ich aus feindlichen Dokumenten, die während des Krieges in unsere Hände fielen, aus Verhören von Gefangenen sowie Augenzeugenberichten überlebender Soldaten und kaiserlicher Offiziere zusammengetragen. Ich selbst befehligte die 10. Armee in Hammerfell und Syrodil, bis ich beim Angriff auf die Kaiserstadt im Jahre 175 verwundet wurde. Trotzdem wird die vollständige Wahrheit über einige Ereignisse wahrscheinlich nie enthüllt werden. Ich habe mein Bestes getan, die Lücken basierend auf meinen Erfahrungen und meinem hart erarbeiteten Wissen über den Feind mit fundierten Vermutungen zu füllen. Der Aufstieg des Tamlor. Wenngleich nicht allgemein bekannt, litten die Somerset-Insel unter den Oblivion-Krise nicht weniger als Syrodil. Die Elfen führten Krieg gegen die Angreifer aus dem Reich des Vergessens, das sie manchmal sogar betraten, um Oblivion-Tore zu schließen. Als Nation waren sie erfolgreicher als Syrodil, obwohl das Ende aufgrund der endlosen Horden der Daedra bereits besiegelt war. Die Tamlor waren schon immer eine starke Fraktion auf den Somerset-Inseln, jedoch stets in der Minderheit. Während der Krise war der Kristallturm gezwungen, den Tamlor mehr Macht und Einfluss zu gewähren. Ihre Anstrengungen retteten die Somerset-Inseln mit großer Wahrscheinlichkeit davor, überrollt zu werden. Sie nutzten ihren Erfolg, um im Jahre der 4. Ära 22 die totale Kontrolle zu übernehmen und nannten ihre Nation Alinor, ein Name, der zu einem früheren Zeitalter vor der Herrschaft der Menschen zurückreicht. Die meisten außerhalb des Altmeri-Bunds nennen sie immer noch Somerset-Inseln, entweder aus Verdrießlichkeit oder Ignoranz. Im Jahr der 4. Ära 29 wurde die Regierung von Wallenwald durch Talmor-Kollaborateure gestürzt, die eine Union mit Alnimor ausriefen. Anscheinend hatten Talmor-Agenten schon vor der Oblivion-Krise enge Verbindungen zu gewissen Bosmeri-Fraktionen hergestellt. Das Kaiserreich und die verbündeten Bosmer waren völlig unvorbereitet und konnten von den wesentlichen besser organisierten Altmeri-Truppen, die Wallenwald kurz nach dem Staatsstreich angriffen, schnell besiegt werden. Dies war die Wiedergeburt des Altmeri-Bunds. Kurz danach brach der Altmeri-Bund jegliche Verbindung zum Kaiserreich ab, 70 Jahre herrschte Stille. Die meisten Gelehrten glauben, dass es einen internen Streit in Alinor gab, jedoch ist nur wenig über die Spannungen bekannt, die innerhalb des Bundes anhielten. Während die Talmor ihre Macht in Somerset und Wallewald festigten. Im Jahr der 4. Ära 98 verschwanden die beiden Monde Massa und Sekunda, was fast überall im Kaiserreich Angst und Schrecken auslöste. Im Elsewhere aber war es noch weit schlimmer, da die Monde in der Kultur der Khajiit eine wesentlich größere Bedeutung hatten. Nach 2 Jahren der Nächte der Leere kehrten die Monde zurück. Die Talmor behaupteten, die Monde mit den zuvor unbekannten Dämmermagie zurückgeholt zu haben. Allerdings ist es unklar, ob dies wirklich der Fall war oder sie nur das Wissen um ihre Rückkehr genutzt hatten. Ungeachtet des Wahrheitsgehalts dieser Geschichte sahen die Khajiit die Talmor als ihre Erlöser an. Innerhalb von 15 Jahren war der Einfluss des Kaiserreichs in Elsewhere so sehr zurückgegangen, dass es nicht mehr auf den Staatsstreich von der 4. Ära 115 reagiert konnte. Dieser führte zur Auflösung des Elsewhere-Konföderation und zur Wiederherstellung der antiken Königreiche Annequina und Peletine als Vasallenstaaten des Altmeri-Bunds. Erneut konnte das Kaiserreich der Macht der Talmor keinen Einhalt gebieten.
Als Titus Mete II. Im Jahr der 4. Ära 168 den Thron bestieg, fand er ein geschwächtes Reich vor. Die Blütezeit der Septims bestanden nun noch in der Erinnerung. Wallenwald und Elswehr waren verschwunden und an die Talmor abgetreten. Die Schwarzmarsch stand noch der Oblivion-Krise nicht mehr unter kaiserlicher Herrschaft. Morwind hatte sich nach dem Ausbruch von Berg Wartenfell nie richtig erholt. In Hammerfell tobten interne Machtkämpfe zwischen Königstreuen und Altvorderen. Nur Hochfeld, Cyrodiil und Himmelsrand blieben wohlhabend und friedlich. Kaiser Titus Mete blieben nur wenige Jahre zur Festigung der Herrschaft, bevor seine Führungsqualitäten hart auf die Probe gestellt werden sollten. Der Krieg beginnt, na Halleluja, am 30. Eisherbst des Jahres 4. Ära 171 entstand der Altmeri-Bund einen Botschafter mit einem Geschenk in einem überdachten Wagen und einem Ultimatum an die neuen Herrscher in die Kaiserstadt. Die lange Liste an Forderungen umfasste gigantische Tributzahlungen, die Auflösung der Klingen, das Verbot der Anbetung von Talos und den Abtritt der großen Teile von Hammerfell an den Bund. Trotz der Warnungen seiner Generäle vor der militärischen Schwäche des Kaiserreichs lehnte Titus Mete II. Das Ultimatum ab. Der Talmor-Botschafter stellte seinen Wagen hochkant, aus dem über 100 Köpfe herausrollten, die aller Agenten der Klingen in Somerset und Wallenwald. Und so begann der große Krieg, der das Kaiserreich und den Altmeri-Bund in den nächsten Jahren in Anspruch nehmen sollte. Innerhalb weniger Tage fielen Altmeri-Armeen gleichzeitig in Hammerfell und Cyrodiil ein. Eine von Talmor-General Fürst Narifin angeführte schlagkräftige Truppe griff Cyrodiil im Süden aus versteckten Lagern im nördlichen Elswehr an und flankierte die kaiserliche Verteidigung entlang der Grenze zu Wallenwald. Lerwin fiel schon bald an die Angreifer und Bravil wurde von der Außenwelt abgeschnitten und belagert. Zur selben Zeit marschierte eine Altmeri-Armee unter Führung von Lady Aranelia aus Wallenwald ins westliche Cyrodiil an Anvil und Quatsch vorbei und schließlich nach Hammerfell. Kleinere Altmeri-Truppen landeten entlang der südlichen Küste von Hammerfell. Die zersplitterten Kräfte der Rotwardonen boten den Angreifern nur wenig Widerstand, woraufhin die Küstenlinie im Süden schnell überrollt wurde. Die zahlenmäßig stark unterlegene kaiserliche Armee zog sich durch die Alikr-Wüste im berühmten Durstmarsch zurück. 4. Ära 172 und bis 173 der Vorstoß der Altmeri nach Cyrodiil. Anscheinend hatten die Altmeri ursprünglich das Ziel, Hammerfell zu erobern, und die Invasion von Cyrodiil diente nur der Beschäftigung der kaiserlichen Armee während der Stürmung von Hammerfell. Der überraschende Anfangserfolg von Lord Narifins Angriff ließ die Talmor jedoch annehmen, das Kaiserreich wäre schwächer als gedacht. Die Einnahme der Kaiserstadt selbst und der vollständige Sturz des Reichs waren daher in den nächsten zwei Jahren die Hauptziele der Talmor, die sie auch fast erreichten. Nur die entschlossene Führung unseres Kaisers in der dunkelsten Stunde des Reichs konnte diese Katastrophe abwenden. Im Laufe des Jahres der 4. Ära 172 stießen die Altmeri tiefer nach Cyrodiil vor. Bravil und Anvil fielen beide an die Invasoren. Gegen Ende des Jahres war Lord Narifin bis an die Mauern der Kaiserstadt vorgerückt. Die kaiserlichen Truppen wollten das östliche Ufer halten, was zu schweren Seegefechten auf den Rummarsee und entlang des Niben führte. In Hammerfell festigten die Talmor ihre Eroberungen, indem sie die gesamte südliche Küstenlinie einnahmen, was ihr erklärtes Ziel im Ultimatum an den Kaiser gewesen war. Von den südlichen Städten hielt nur noch Hecate statt. Die Überlebenden des Durchmarsches sammelten sich im nördlichen Hammerfell, unterstützt von Verstärkungen aus Hochfels. Das Jahr der 4. Ära 173 war durch einen erstarkenden Widerstand des Kaiserreichs in Cyrodiil geprägt, doch der scheinbar unaufhaltsame Vorstoß der Altmeri ging weiter.
Frische Truppen aus Himmelsrand verstärkten die Hauptarmee des Kaisers in der Kaiserstadt, doch die Altmähre erzwangen die Überquerung des Niem und begannen in großer Zahl mit dem Vorstoß am östlichen Ufer. Gegen Ende des Jahres war die Kaiserstadt auf drei Seiten umstellt. Nur die nördliche Versorgungsroute nach Bruma blieb offen. In Hammerfell wendete sich das Schicksal des Kaiserreichs zum Guten. Zu Beginn des Jahres der vierten Ära 173 durchbrach eine Armee der Altvorderen aus Sentinel die Belagerung von Hegate, einer Stadt der Königstreuen, was zur Aussöhnung der beiden Fraktionen führte. Trotzdem schaffte es Lady Aranellias Haupttruppe, die Aligre, Wüste zu durchqueren. Die kaiserliche Armee unter General Decianus traf mit ihr vor Skaven in einer blutigen, aber ergebnislosen Schlacht zusammen. Decianus zog sich zurück und überließ Aranellia Skaven, allerdings war die Altmähre zu geschwächt für einen weiteren Vorstoß. Vierte Ära 174, die Plünderung der Kaiserstadt. Im Jahr der vierten Ära 174 setzte die Führung der Talmor alle verfügbaren Kräfte über den Feldzug in Cyrodiil ein und spekulierte damit auf einen entscheidenden Sieg, der den Krieg ein für allemal beenden sollte. Im Frühjahr versammelten sich Altmähre-Verstärkungen im südlichen Cyrodiil und am 12. der zweiten Stadt. Am 12. Tag der zweiten Saat starteten sie einen Großangriff auf die Kaiserstadt. Eine Armee begab sich nach Norden, um die Stadt komplett einzukreisen, während Lord Narifins Haupttruppen die Mauern von Süden, Osten und Westen her angriff. Die Entscheidung des Kaisers, sich den Weg aus der Stadt hinaus freizukämpfen, statt ein letztes Gefecht auszutragen, war kühn. Kein General hatte es gewagt, ihn zur Aufgabe der Hauptstadt zu bewegen, aber letztendlich sollte Titus II. Recht behalten. Während die 8. Armee einen verzweifelten und zum Scheitern verurteilten Rückzugskampf an der Mauer der Stadt führte, brach Titus II. Im Norden mit seinen Soldaten durch die Altmähre-Truppen und traf sich mit Nachschubstruppen, die unter General Iona aus Himmelsrand in Richtung Süden unterwegs waren. In der Zwischenzeit fiel jedoch die Hauptstadt an die Angreifer und die berüchtigte Plünderung der Kaiserstadt begann. Der Kaiserpalast wurde niedergebrannt, der Weißgoldturm geplündert und die rachsüchtigen Elfen begannen alle nur denklichen Grausamkeiten an der unschuldigen Bevölkerung. In Hammerfell bereitete sich General Decianus währenddessen darauf vor, die Altmähre aus Skaven zu vertreiben, als er den Marschbefehl nach Cyrodiil erhielt. Da er Hammerfell nicht vollständig aufgeben wollte, erlaubte er einer großen Zahl von Invaliden aus der Armee auszutreten, bevor sie sich nach Osten in Bewegung setzten. Diese Veteranen bildeten den Kern der Truppe, die schließlich Lady Aranellias Armee zu Ende des Jahres 174 durch die Aligre-Wüste zurückdrängte, unter schweren Verlusten durch die ständigen Angriffe der Aligre-Krieger. Hui, vierte Ära 175, die Rotringschlacht. Im Winter vierter Ära 174 bis 175 erschien der Krieg in Cyrodiil für die Talmor schon vorbei gewesen zu sein und sie versuchten mehrmals mit Titus II. Zu verhandeln. Der Kaiser ließ sie glauben, er bereitete sich auf die Kapitulation vor, versammelte aber in der Zwischenzeit seine Truppen, um die Kaiserstadt zurückzuerobern. Im mittlerweile als Rotringschlacht bekannten Zusammenstoß der Generationen von kaiserlichen Strategen als Beispiel dienen wird, teilte Titus II. Seine Armee in drei Truppen auf. Eine davon mit den Männern aus Hammerfell unter General Decianus legte sich im Kolovianischen Hochland in der Nähe von Korol auf die Lauer. Dem Altmähre-Bund war nicht bewusst, dass er sich nicht mehr in Hammerfell aufhielt. Vielleicht weil die von Decianus zurückgelassenen Veteranen Lady Aranellia hatten glauben lassen, sie würde es immer noch mit einer kaiserlichen Armee zu tun haben. Die zweite Truppe, hauptsächlich aus Nordkräften unter General Iona bestehend, ging bei Chef Dihal in Position. Die Hauptarmee wurde von Kaiser selbst befehligt und sollte die Kaiserstadt von Norden her angreifen.
Am 30. der Regenhand begann die blutige Rotringschlacht. General Decianus griff die Stadt von Westen her an, während General Jonas' Soldaten sich entlang der Rotringstraße nach Süden bewegten. Nach zweitägigen Kämpfen überquerte Jonas' Armee den Niemen, stieß nach Westen vor und unternahm den Versuch, sich mit Decianus' Soldaten zu treffen, um die Kaiserstadt zu umstellen. Für Lord Narifin kam Decianus' Angriff überraschend, doch Jonas' Truppen stießen bei Gegenangriff der Altmere aus Bravil und Skingrad auf heftigen Widerstand. Die heldenhaften Kämpfer der Nord hielten sich jedoch wacker und wehrten die vereinzelten Altmere-Angriffe ab. Am fünften Tag der Schlacht war die Armee des Altmere-Bundes in der Kaiserstadt umzingelt. Titus II. Führte den Angriff von Norden her an und nahm Lord Narifin eigenhändig gefangen. Angeblich trug der Kaiser das berühmte Schwert Goldbrand, obwohl die kaiserliche Regierung dies nie offiziell bestätigte. Ein Versuch des Altmere-Bundes im Süden aus der Stadt auszubrechen wurde von einem undurchdringlichen Schildwall der angeschlagenen Truppen von General Jonna verhindert. Letzten Endes wurde die Hauptarmee des Altmere-Bundes in Cyrodiil vollständig vernichtet. Die Entscheidung des Kaisers, sich im Jahre der vierten Ära 174 aus der Kaiserstadt zurückzuziehen, hatte eine blutige Bestätigung erfahren. Lord Narifin wurde 33 Tage lang bei lebendigem Leibe an den Weißgoldturm gehängt. Es ist nicht bekannt, wo oder ob er überhaupt begraben wurde. Eine Quelle behauptet, ein geflügelter Daedra hätte ihn am 34. Tag mitgenommen. Das Weißgold-Konkordat und das Ende des Krieges. Obwohl sie den Sieg errungen hatten, waren die kaiserlichen Armeen nicht imstande, den Krieg fortzusetzen. Die gesamten restlichen Truppen, erschöpft und dezimiert durch die Rotringschlacht, versammelten sich in Cyrodiil. In keiner Armee war mehr als die Hälfte der Soldaten einsatzfähig. Zwei Armeen waren nahezu ausgelöscht worden. Dazu kam noch der Verlust der 8. Armee während des Rückzugs aus der Kaiserstadt im Jahr zuvor. Titus II. Wusste, dass die Zeit perfekt für Friedensverhandlungen war, und so unterzeichneten das Kaiserreich und der Altmere-Bund gegen Ende des Jahres der vierten Ära 175 das Weiß-Gold-Konkordat und beendeten damit den Großen Krieg. Die Bedingungen waren hart, aber Titus II. Glaubte, dass dies nötig war, um den Frieden zu sichern und dem Kaiserreich die Möglichkeit zu bieten, seine Stärke wieder zu erlangen. Die umstrittenen Bedingungen des Konkordats waren das Verbot der Verehrung von Talos und der Abtritt eines großen Teils des südlichen Hammerfell, das ohnehin fast zur Gänze von Altmeri-Truppen besetzt war. Kritiker führten an, dass das Konkordat und das 5 Jahre zuvor vom Kaiser abgelehnte Ultimatum nahezu identisch waren. Es besteht jedoch ein gewaltiger Unterschied zwischen der Annahme solcher Bedingungen im Angesicht einer bloßen Kriegsgefahr oder am Ende eines langen und zerstörerischen Konflikts. Kein Teil des Kaiserreichs hätte dieses im Jahr der vierten Ära 171 von den Talmor aufgezwungenen Abkommen angenommen und Titus II. Hätte einen Bürgerkrieg riskiert. Im Jahre der vierten Ära 175 jedoch war der Frieden nahezu im ganzen Kaiserreich zu fast jedem Preis willkommen. Epilog: Hammerfells einsamer Kampf. Hammerfell weigerte sich, das Weißgold-Konkordat und die Niederlage sowie einen solch großen Gebietsverlust zu akzeptieren. Titus II. War gezwungen, Hammerfell den Status als kaiserliche Provinz offiziell abzuerkennen und das hart erarbeitete Friedensabkommen nicht zu gefährden. Die Rotbardonen sahen dies verständlicherweise als Verrat an. Damit erreichten die Talmor eines ihrer langfristigen Ziele, anhaltende Zwietracht zwischen Hammerfell und dem Kaiserreich zu sehen. Letzten Endes brachten die heldenhaften Rotwardonen den Altmere-Bund im Kampf zu Fall, obwohl der Krieg 5 weitere Jahre dauerte und das südliche Hammerfell verwüstete. Für die Rotwardonen war dies ein Beweis für die Überflüssigkeit des Weißgold-Konkordats.
Ihrer Ansicht nach hätte Titus II. Die Nerven bewahren müssen, um es dann vereinten Truppen aus Hammerfell und dem Rest des Kaiserreichs zu ermöglichen, den Altmeribund wirklich zu besiegen. Ob diese Einschätzung gerechtfertigt war, wird sich natürlich niemals sagen lassen. Doch die Rotwadronen sollten auch das große Opfer kaiserlichen Bluts Bretonisch Nord und Syrodilsch in der Rotringschlacht nicht vergessen. Dadurch wurde der Bund so sehr geschwächt, dass schließlich im Jahr der 4. Ära 180 das zweite Abkommen von Strossmkai und der Rückzug der Altmeri-Truppen aus Hammerfell möglich wurden. Es besteht kein Zweifel daran, dass der derzeitige Frieden nicht ewig bestehen wird. Die Dalmor planen langfristig, wie man an den Ereignissen, die zum großen Krieg führten, klar erkennen kann. Wer die Freiheit der Tyrannei vorzieht, kann nur hoffen, dass Hammerfell und das Kaiserreich sich aussöhnen, um gemeinsam der Bedrohung durch die Talmor zu trotzen, bevor es zu spät ist. Andernfalls besteht nicht viel Hoffnung, die Herrschaft der Talmor über ganz Tamriel noch abzuwenden. Okay Leute, das war wieder mal ein Let's Read Skyrim und euer Tosa. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao.